Hallo liebe Top-Familie, herzlich willkommen hier zu einem neuen React auf meinem Kanal. Wir reagieren heute auf das zweite Video vom Boys Talk mit Loris und Jonas. Ich freue mich sehr. Bei denen ist wieder Jeverpilsen am Start. Ich habe meinen Energy Drink. Wie heißt denn der nochmal? Kong Strong XXL sogar. Er ist keine Empfehlung unbedingt. Der ist etwas süßlicher, aber trotzdem ohne Zucker zum Glück. Ich bin gespannt, welche Themen heute kommen. Ich werde natürlich selbst auch wieder dann die Fragen beantworten. Von daher, lasst uns nicht lang fackeln. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange der letzte ging und wie lang auch dahingehend mein React ging, aber der kam sehr gut bei euch an, auch dass ich so toll und ehrlich die Fragen beantwortet habe. Und hier der Hinweis. Ich werde sonst auch noch extra ein Video dazu hochladen. Schreibt mir doch entweder in die Kommentare oder über Instagram. Schreibt mir doch mal Fragen. Und dann werde ich ein Fragen beantworten Teil machen, weil tatsächlich Discord bei mir Probleme macht, weil ich ja erst geplant habe, mit euch zu reden. Und so habe ich dann, sag ich mal, die Chance, dann aber eure Fragen zu beantworten. Macht das doch sehr gerne und dann kann ich diese Fragen im Special Dezember beantworten. So viel dazu. Gut. Dann mal gucken, was heute für Themen kommt. Auf jeden Fall, wenn sie ihre Tage hat, Sex. Okay. Moinsen. Auf eine neue Runde. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Boys Talk. Servus, Sam. Beim letzten Mal hat ja einer geschrieben, das hätte ich ja schon gesagt, hat ja einer geschrieben, hier, es wirkt ein bisschen so aufgesetzt, wenn wir hier mit dem Bier sitzen, Boys Talk, und dass man so auf Zwang macht. Ganz ehrlich, wir haben das nur gemacht, damit man halt checkt, dass es ein Boys Talk ist, weil wenn wir ohne Bier sitzen würden, würde man denken, es wäre ein Girls Talk. Genau. Normalerweise trinken wir auch gar kein Bier. Nee, das ist nur für die Show. Ja. Das ist nur für die Show. Ich habe das im Livestream schon gesagt. Loris hat einfach einen Kasten Bier gekauft, so random, und jetzt ab und zu sitzen wir hier einfach, trinken Bier so ohne Grund. Und das Beste noch, im Livestream hast du noch gesagt, vorher hast du noch gar nicht so viel Bier getrunken. Das ist eine absolute Lüge. Das ist eine absolute Ja, Lüge. vielleicht ein, zwei. Einfach mal kurz die Ja. Schuld auf mich schieben, aber ist okay. Damit herzlich willkommen zur zweiten Runde von Boys Talk. Vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare beim letzten Mal. Wir hatten ja gesagt, es wäre cool, wenn ihr ein bisschen was kommentiert. Es haben über viele kommentiert und wir haben uns alles durchgelesen, ohne Scheiß. Es war so viel positives Feedback. Deswegen haben wir gedacht, wir machen noch eine Runde. Ich finde auch geil, die Nachrichten oder die Kommentare, wo ihr so mitdiskutiert habt. Das finde ich mega geil. Also Ja. macht das auch unbedingt jetzt wieder. Schreibt einfach eure Meinung. Ich mache das hier über mein Video, von daher. Check das gerne aus. Dazu, weil unsere Meinung muss ja nicht heißen, dass ihr das genauso seht. Genau. Ich kann mal gerade direkt mal sagen, kleinen Exkurs, was heute alles drankommt an Themen. Wir haben wieder super spannende Themen. Für Leute, die gerade das erste Mal einschalten, ich verlinke euch mal die erste Folge von Boys Talk unten. Wir reden hier über alles, über das man normalerweise unter Jungs halt spricht, aber wir machen das Ganze öffentlich, weil wir Vollidioten sind. Wir haben heute die Themen, wenn das Mädchen ihre Tage hat, kann man da mit ihr schlafen? Wie ist es mit ihr zu schlafen? Was sollte man beachten? Dann Thema beschnitten sein untenrum, unbeschnitten sein. Was Okay. kann man dazu sagen? No-Gos in einer Beziehung. Ich habe mir so zwei, drei Themen da mal rausgesucht, aber wir können auch generell über No-Gos sprechen, so ja, Ideen, die wir ja, einfach ja, haben. ja. Und das Thema zum Schluss noch, wohin soll man beim Mädchen eigentlich kommen? Also ich habe früher mal gefragt, so, Wie soll man kommen? ja, wohin soll man kommen? Also wenn man zum Beispiel in ihr Gesicht kommen möchte, muss man das vorab absprechen, so wisst ihr all solche Themen. Da quatschen wir heute drüber. Ja, Ich das glaube, ist das wird sehr interessant. lustig. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Meine Mutter. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich sag mal. Ach, guck mal, es ist 16:59 Uhr gerade bei denen. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo es so ein bisschen willkürlich, sag ich mal, war. Auf jeden Fall jetzt schon strukturiert, was ich schön finde, dass die sich so vorab jetzt so Themen rausgesucht haben. Das letzte Mal zwar auch, aber A, da wurden die nicht am Anfang genannt. Und B, sind die dann immer weiter einfach zum nächsten Thema gegangen. Von daher finde ich jetzt schon mal toll. Ja, gefällt mir. Hat übrigens geschrieben beim letzten Mal, sie hat angefangen, das Video zu gucken und hat dann aufgehört, als wir gesagt haben, Eltern dürfen nicht reingucken. Also sie wollte Wirklich? anfangen, Ah, aber sie hat das aufgehört. waren noch 10 Ah. Sekunden etwa, ne? Ja, genau. Cool, ich habe noch gar kein Feedback von meinen Eltern bekommen. Stimmt, Okay. sie safe haben sich angesehen und trauen sich jetzt nicht, hier zu schreiben. 100%. Ja, ich trinke Ja. erstmal einen Schluck von diesem Bier hier. Warte mal. Da kommt, trinke ich auch nochmal mit euch einen I, Schluck. das ist ja eklig. Bist du schon besoffen? Hackedisch. Ja, ich auch, also wirklich, Hackedisch. ich bin Ich schmeck komplett weg erstmal. sofort, ey. Ja, wir kommen direkt zum ersten Thema, und zwar, wenn sie ihre Tage hat.
kann man mit ihr Sex haben, Loris. Wie heißt es nochmal? Ein echter Pirat sticht auch ins Rote Meer. Also diesen Spruch musste ich mir schon so oft anhören, der geht mir schon richtig, nervt mich schon richtig. Hast du dann auch gerade auswendig gelernt, damit du ihn auch sagen kannst? Nee, wollte ich zum Glück nicht sagen, okay. Aber du hast es jetzt gemacht. Also ich finde es sowieso, vor allem in einer Beziehung, ehrlich, wir hatten auch Sex, wenn sie die Tage hatte. Also wir haben da ein Kondom benutzt und ich finde es eigentlich völlig, ja, es ist okay irgendwie. Aber bei einem One-Night-Stand würde ich es jetzt nicht unbedingt so bevorzugen. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das bei Mädchen ist. Also das müsste natürlich jetzt ein Mädchen beantworten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt von Loris. Also das sehe ich genauso. Also in meiner zweiten Beziehung, weil erste Beziehung jetzt nicht so, aber in meiner zweiten Beziehung war es tatsächlich auch so. Und die Zeit danach, wenn ich das so vergleiche, wo ich ja in einer Beziehung war und dann ein paar One-Night-Stands hatte, dass tatsächlich mal ein Mädchen damals, ich war, lasst mich nicht lügen, 18, ich glaube, sie war 20 und hatte ihre Tage. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern und das war ihr so richtig unangenehm und peinlich, weil sie das so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und sie hat sich so voll entschuldigt, sie so in dem Sinne außer Panik, also ich war 18, sie 20, und ich habe so gesagt, wieso, mich stört das jetzt gar nicht, ich kann auch eben den Spruch mit, auch ein Pirat sticht ins Rote Meer, ich sag mal, man muss es aber auch immer so ein bisschen differenzieren, also das ist jetzt schwer zu sagen, ob oder ob nicht. Ich sag mal, es kommt nicht nur auf die Stimmung, zum Beispiel bei mir an, weil selbst in meiner zweiten Beziehung war es so, dass ich zum Beispiel keine Lust hatte dann mal, das kam auch vor, und sie aber, es kann aber auch umgekehrt sein. Also ich sag mal, wenn wirklich das Mädchen die Tage hat und jetzt mal eben das Szenario und man ist in einer Beziehung oder ich bin in der Beziehung und sie möchte und ich dann auch, kann man es machen. Wenn ich es möchte, sie aber nicht, dann ist es für mich vollkommen in Ordnung. Also man sagt ja sowieso in einer Beziehung irgendwie im Laufe der Zeit, mit im Laufe der vielen Jahre, wo man dann zusammen ist, in diesem Szenario, wird der Sex ja auch weniger. Oder die Lust, und das ja am Anfang eher so, die Lust eher da ist. Ich sag mal, also ich finde diese Aussage falsch, deswegen, weil es kommt auch immer auf das Paar an. Also ich finde, man kann nicht vorab sagen, viel und dann immer weniger. Es kann sein, dass man wenig hat und im Laufe der Zeit wird es vielleicht so, ja, dass es konstant ist. Also es gibt ja tatsächlich so Paare, das weiß ich noch so damals aus dem großen Freundeskreis, die haben sich tatsächlich, das klingt jetzt echt witzig, Termine gemacht. Die haben sich tatsächlich Termine gemacht und haben so gesagt, wir lieben uns und wir wollen auch nie die Lust verlieren und wollen regelmäßig Sex haben, die haben tatsächlich jeden, jetzt pass auf, jeden Freitag haben die immer so gesagt, wollen wir Sex, und klappt es einen Freitag nicht, dann am Samstag oder Sonntag. Und dann sind dann halt eben 6 oder 5 Tage dazwischen, aber die haben gesagt, immer jeden Freitag. Wenn sie zwischendurch wollen, ist es in Ordnung, aber dass die immer zumindest so einen festen Termin haben. So, hat jetzt damit nichts zu tun, mal eben kurz abschweifend hier kurz vom Thema, aber ich will halt so darauf hinaus, wenn sie eben ihre Tage hat, kommt es halt so eben auf kleinere Faktoren an. Wer will nicht, und da gibt es halt auch eben darum zu akzeptieren, und ich wollte schon, weil ich damit gar keine Probleme hatte, entweder halt eben in einer zweiten Beziehung oder bei diesem besagten One-Night-Stand mit der 20-Jährigen. Und ihr war es halt echt unangenehm. Und sie hat tatsächlich dann gesagt,
lass uns doch die Tage dann nochmal treffen. Also dann haben wir uns tatsächlich zu einem One-Night-Stand dann wieder getroffen. Das klingt halt echt witzig oder komisch so in dem Sinne, aber ist wirklich so. Und dann haben wir uns zum Sex nochmal verabredet. Sie hatte nicht ihre Tage. Und ich sag mal, dann waren alle Beteiligten auch damit zufrieden. Ich war auch schon damit zufrieden, sie aber nicht. Deswegen, also generell ist immer dann die Frage dabei, wer möchte nicht. So. Aber gucken, was die ich glaube, dass wenn ein Mädchen ihre Tage hat, die haben ja auch unterschiedlich stark ihre Tage, das muss man dazu sagen. Aber wenn jetzt ein Mädchen stark ihre Tage hat, dann glaube ich, ist sie auch, also wäre die jetzt bei so einem im Club jetzt auch gar nicht darauf aus, auf so einen One-Night-Stand, weil das merkt man ja dann schon so ein bisschen. Ich glaube sogar, dass es ihr etwas unangenehmer ist, also als im Endeffekt so, ganz ehrlich, also es werden eh sehr viele Körperflüssigkeiten ausgetauscht beim Geschlechtsverkehr und kann so oder so auch mal Blut sein, das muss auch gar nicht von den Tagen sein. Deswegen, also ich habe das jetzt auch nie als dramatisch oder so drastisch erlebt, aber ich glaube, das hängt wirklich auch damit zusammen, es gibt ja auch Mädchen, die wirklich richtig stark bluten, sodass man dann bestimmt auch so ein Handtuch drunter legen müsste oder so. Hattest du das schon mal? Also das... Also nicht in dieser, also ich hatte dann auch schon Sex so, wenn sie ihre Tage hatte. Ja. Es war nicht so, dass es dann irgendwie am Ende alles voll geblutet war oder so. Nein, bei mir auch nicht. Hattest du mal Sex mit einem Mädchen, also als sie ihr erstes Mal hatte, was dann krass geblutet hat, also so richtig krass? Also nicht so richtig krass, aber auch, also ich hatte erst zweimal eine junge Frau, also ja. Ja. Und erst zweimal. Und sie hat schon auch ein bisschen geblutet, aber es war jetzt auch nicht so. Das ist mal auch eine interessante Frage. Mit wie vielen hatte ich Sex, die eine junge Frau waren. Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube drei. Ich glaube tatsächlich drei. Krass. Ich weiß noch einmal, das war so eine Story, da ist bei ihr so ein bisschen was gerissen. Also es war nicht, weil sie noch Jungfrau war, sondern sonst einfach. Und das war extrem, da hat es richtig stark geblutet, ja. Okay, und was habt ihr dann gemacht? Also gab es die Option, irgendwie zum Arzt zu fahren oder sowas? Oder? Ja, sie ist dann zum Arzt gefahren, genau. Okay. Und ich bin nicht mitgefahren. Ja, Gentleman. Sehr korrekt von dir, Alter. Aber nee, ich habe mich natürlich schon drum gekümmert. Also ich habe natürlich schon danach gefragt, ob er, wie es am Anfang noch versucht, ein Pflaster unten irgendwie reinzukriegen. Ich habe selbst versucht zu nähen und so weiter. Nein, natürlich nicht. Ja, nee, es war dann harmlos. Aber um das Thema abzurunden, was natürlich ist, wenn Leute sagen, sie wollen das nicht machen, während der Zeit ist es natürlich auch in Ordnung so. Aber auch in der Zeit zu tun, ist jetzt nichts Dramatisches. Also ich fand es nicht so. Ja, nächstes Thema, also da können wir leider gar nicht aus zwei... Ja, aber ich sag mal, da decken sich so, sag ich mal, die Meinung eigentlich. Fand ich sehr, sehr interessant, weil ich habe ja zuerst geredet und dann haben die, wenn man es wissen will, genau das Gleiche nochmal wiedergegeben. Finde ich cool. Beschnitten, unbeschnitten. Boah, da bin ich jetzt gespannt, worauf die da jetzt so eingehen wollen. Da habe ich jetzt erstmal so keine Ahnung... Wir machen erstmal weiter. Zwei Seiten reden, aber es geht um das Thema beschnitten, versus unbeschnittener Penis. Alter, die ist so eine Scheiße, aber die Videos können nie monetarisiert werden wegen den ganzen Sachen, die wir hier sagen. Wir nehmen hier gerade wieder umsonst auf, Leute. Auch wenn es über 10 Minuten geht, schade. Schade drum. Nee, aber wie ist es bei dir? Also ich weiß es, aber sag's mal. Ja, ich wollte auch gerade sagen, wir wissen es ja eigentlich voneinander. Also ich bin unbeschnitten. Ich bin auch unbeschnitten. Ich meine, viele Leute sind ja, also ich glaube, der größere Teil an Leuten sind beschnitten ja oft aus religiösen Gründen. Wobei ich aber auch schon jetzt die ein oder andere Leute kennengelernt habe, bei denen es dann eben wegen so einer Vorhautverengung dann gemacht werden musste irgendwann im Laufe der Zeit. Echt? Also ich schieße jetzt einfach mal drauf los. Ich glaube, wir haben sowieso schon sehr viel Preis über uns gegeben, auch beim letzten Talk. Deswegen verheimliche ich das jetzt auch nicht. Das war so eine Story, das war vor etwa 4 Jahren. Und da war halt während dem Sex ist vorne, also bei der... Während des Sex oder während des Aktes von mir aus. Ich weiß nicht mehr, wann das war, aber das war jetzt auch so. Das hat mich so getriggert mit wegen dem. Es ist immer wegen des. Vorderhaut, ich glaube, das kennen ganz viele Männer sogar, ist ein bisschen was gerissen, also das Häutchen, das halt zusammenhält. Also bei dir oder bei dem anderen Typen? Nein, also okay, bei dir, ja. Genau, also bei mir und ne, komplett durchgerissen, sondern nur ganz wenig angerissen und während dem Sex, ich habe das gar nicht gemerkt, sondern erst danach, weil es hat so extrem geblutet und ich habe so wirklich gar nichts gemerkt, so bei mir. Wir haben dann gedacht, hey, ist es bei ihr was, irgendwas passiert? Passend zum anderen Thema vorhin auch. Ja. Und dann ging ich auf die Toilette und dann auf einmal tat es so unglaublich weh. Hat es auch beim Pissen wehgetan? Ja, es hat so unglaublich weh getan. Und ich glaube, ich habe schon mit ganz vielen Männern drüber gesprochen, die dasselbe Problem auch schon hatten. Und das war der Hauptgrund, warum sich dann ganz viele auch beschnitten haben. Ah, okay. Aber du bist danach nicht zu einem Urologen gegangen und hast es überprüfen lassen, sondern du sagst tatsächlich nicht. Ich habe es einfach so gut Glück so wieder zusammenwachsen lassen und so darauf gehofft, dass es wieder geht. Und Dito, also ich sage erstmal nur dazu, Dito. Bei,
ich sag mal, bei mir war es so ähnlich tatsächlich wie bei Loris. Das war, ich sag mal, so eine der letzten One-Night-Stands, die ich hatte. Das ist jetzt ja auch schon eine gewisse Zeit her. Da war ich, jetzt lass ich mal nicht lügen, 19, ja, so 18, 19, sag ich jetzt mal so. Und, ich glaube, genau, die ich vorhin hatte, die 20-Jährige, danach hatte ich noch eine, dann ist bis heute, sag ich mal, eine Pause gewesen, genau. Sie war, boah, jetzt muss ich überlegen. Boah, da muss ich jetzt echt überlegen. Also, ich weiß doch ihren Namen, aber den sage ich jetzt natürlich nicht. Ich weiß halt nicht den Nachnamen, aber trotzdem, glaube, sie war auch in meinem Alter. Ich sag mal 18, 19. Also sie war auch so in meinem Alter. Wenn nicht sogar gleich halt. So, und da war es tatsächlich auch so, weil es war, glaube ich, zwischen diesen beiden Erzählungen, einmal vorhin und jetzt, ich glaube, da war so 3 Wochen zwischen. 2, 3 Wochen. Und es war halt eben so, wir hatten auch Sex und dann habe ich auch währenddessen gemerkt, irgendwie, aber schon bei mir, im Gegensatz zu Loris, ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich halt auch gesehen, wie dieses Bändchen angerissen ist. Und da habe ich mich dann halt auch so ein bisschen erkundigt, so von wegen, ist das schlimm? Kann man dagegen irgendwie was machen? Hat mich da so ein bisschen eingelesen. Und tatsächlich habe ich dann auch so Sachen gelesen, dass sich entweder viele, und jetzt passt auf, entweder lassen sich viele deswegen eben beschneiden, oder was viele auch gemacht haben, entweder die haben es so gelassen, oder eine Operation gemacht. Denn tatsächlich gibt es die Möglichkeit, dass man sich dahingehend operieren kann. Das ist auch nicht schlimm, denn tatsächlich ist es so, wenn man eben eine Erektion hat als Junge und das Bändchen ist zu kurz, dass man das in dem Sinne verlängern kann. Das kommt tatsächlich bei manchen vor, bei manchen ist das schon so, dass das, ich sag mal, automatisch mitwächst. Es kann aber halt auch eben sein, dass das Bändchen zu kurz ist. Und dann gibt es tatsächlich eine Operation. Und dann habe ich mich so damit beschäftigt und habe so gedacht, nachdem ich mit ihr Sex hatte, ich lasse das mal so. Also da war halt auch so ein kleiner Riss in dem Sinne. Und mittlerweile ist das weg. So, das heißt, es ist halt auch eben mit der Zeit, dadurch, dass ich halt auch eben sexuell gar nicht mehr so aktiv bin. Das klingt halt echt falsch irgendwie, aber wie gesagt, One-Night-Stands und so dann lange nicht mehr. Keine Ahnung, die Lust war halt irgendwie dann nicht mehr da, einfach. Ist halt nicht mehr da. So, das heißt, wie auch bei Loris ist es in dem Sinne zurückgegangen. Da hat sich halt Haut zurückgebildet. Trotzdem sollte man dann auch immer vorsichtig sein, weil gerade wenn man eine Erektion hat und man hat eben ein etwas kürzeres Band, sollte man dann halt auch eben beim Sex oder ich sag mal von mir aus auch beim Masturbieren oder irgendwie so, sollte man dann auch tatsächlich vorsichtig sein. Das habe ich alles darüber gelesen. Ja, so viel dazu. Aber ich zum Beispiel persönlich denke nicht darüber nach, mich beschneiden zu lassen. Nee, also brauche ich nicht. Ich sag mal, man kann es theoretisch zu jedem Alter, aber ich sehe da jetzt für mich persönlich keine Notwendigkeit darin, mich beschneiden zu lassen. Ja, es geht zum Glück wieder. Ja, drück mal die Daumen, dass es nicht nochmal passiert. Ne? Ja, hoffen wir mal. Da musstest du wahrscheinlich in dem Zeitraum, wo es zuwachsen muss, musstest du dir einen eigenen No-Nut-November machen, wahrscheinlich in der Zeit, ne? Das war etwa einen Monat lang, ja. Krass. Das nächste Thema ist No-Gos in einer Beziehung. Wollen wir erstmal so frei drauf los? Kurz darüber gesprochen. Weiter geht's. Okay, passt. Sprechen, was so No-Gos in der Beziehung sind oder so. Ich habe so 3, 4 Sachen auch rausgesucht, über die könnte man speziell reden. Ja. Okay. Was ja, willst du? Schießen wir auch mal drauf los. Und zwar das Thema in einer Beziehung voreinander auf Klo gehen zum Beispiel. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Bin gleich gespannt, was die sagen. Okay, voreinander auf Klo gehen. No-Gos. An sich würde ich sagen, ist es kein No-Go.
sage ich erstmal so generell. Aber die Frage ist dann halt auch immer dabei, in dem Sinne, welche Situationen gerade sind. Ist es zum Beispiel so, man ist es abends und man putzt sich gerade die Zähne. So, und dann kann der eine kurz auf Toilette gehen, während der andere weiter die Zähne putzt. So, finde ich, ist jetzt nichts Schlimmes dabei. Wenn man eben, ja, ich sag's jetzt mal so, eben klein macht. Beim Großmachen finde ich das schon ein bisschen weird, dann würde ich nicht voreinander auf Klo gehen. Das wäre zum Beispiel, sag ich mal, so ein No-Go. Außer, ich sag jetzt mal irgendwie so, es ist morgens, ich bin auf Toilette gerade und sie kommt rein, weil sie irgendwie einen dringenden Termin hat, dann kommst du schnell rein, holst dich da irgendwie was zum Schminken und geht wieder raus. So, das ist zum Beispiel was vollkommen anderes. Generell würde ich sagen, kommt es so ganz auf die Situation an. Beim Kleinmachen, wenn beide damit kein Problem haben, können sie es machen. Wenn einer ein Problem damit hat, kann man es äußern und dann wartet man. So sehe ich das jetzt. Mal gucken, was die sagen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, es sollte normal sein, es sollte okay sein. Also pinkeln sowieso muss funktionieren, ganz ehrlich. Kacken ist vielleicht nochmal so ein anderes Thema, aber ich finde, pissen muss funktionieren, ja. Definitiv. Das Ding ist, ich glaube, man kann sich, wenn man zu sehr, und das ist, glaube ich, in den meisten Ehen irgendwann auch der Fall, aber wenn man, oder langen Beziehungen, aber es ist irgendwann, kann es passieren, dass sich das alles so normalisiert, dass der eine Zähne putzt und der andere scheißt gerade richtig heftig ab und so. Das ist ein bisschen die Erotik in der Das sind tatsächlich so diese Situationen, die hat jeder im Kopf. Das finde ich halt so echt witzig, weil die schildern ganz genau gerade die gleiche Situation, wie ich sie beschrieben habe. Geil. Beziehung verloren geht. Ich weiß es nicht genau, aber am Anfang der Beziehung ist ja oft sowieso so, dass man noch den besten oder meistens aufregenderen Sex hat. So am Anfang zumindest, wenn man jemanden neu kennenlernt. Und das will ich nicht so unterschreiben. Habe ich ja schon so vorhin kurz gesagt. Das will ich nicht so 100% unterschreiben. Also das ist so unterschiedlich. Kann sein, dass am Anfang die Lust so richtig da ganz oben ist und dann auf einmal ist die aber da ganz unten. Solange man, sag ich mal, immer Pep reinbringt und beide was auch daran tun wollen, kann man sehr, 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 sehr viele Jahre in der Beziehung oder ein Leben lang in dem Sinne zufrieden sein im Sexleben, mit dem Sexleben. Je mehr man sich an die Person gewöhnt oder vor allem aber auch, wenn man dann voneinander scheißt oder so, dann irgendwas geht verloren. Ich verstehe, ich weiß, was du meinst. Dieses Schamgefühl geht verloren. Deswegen habe ich es auch so ein bisschen differenziert. Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, auf die Toilette gehen, ich finde, wir haben das zum Beispiel auch immer gerade ganz am Anfang schon gemacht, so extrem früh nebeneinander oder sind wir nebeneinander einfach auf die Toilette gegangen. Also Zähne putzen und die andere Person geht auf die Toilette. Ich finde das unglaublich wichtig, dass man das auch extrem früh macht, weil wenn man das so in die Länge zieht und es ist dir so total unangenehm, dann sind ja auch ganz viele andere Sachen unangenehm. Und ich finde, das verunkompliziert das Ganze etwas ein bisschen. Kann man das so sagen? Verunkompliziert. Es macht alles ein bisschen einfacher. Ja, kann man sagen. Ja. Wie siehst du das, wenn das Mädchen Jungsfreunde hat? Viele. Findest du es No-Go oder ist okay? Nö. Nee. Ich sag mal, es ist kein No-Go. Jeder hat Freunde. Da sollte man generell als Junge keine Probleme mit haben. Solange halt irgendwie von ihrer Seite aus da nicht irgendwie was entstehen kann. Wenn sie bei einem das Gefühl gibt, da ist nichts, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also, es gibt ja immer so dieses Klischee, bester Freund verliebt sich irgendwie in beste Freundin. Ich bekenne mich schuldig, war bei mir auch in der Vergangenheit so leider. Dann ist immer so die Frage, wenn man eben so in einer Beziehung ist, wie ich dann zum Beispiel damit umgehe, wenn sie mir sagt, du, wir treffen uns nicht mehr mit dem und dem, beende da bitte auch den Kontakt, weil er hat sich in mich verliebt, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn sie mir das sagt. Wenn sie mir das verheimlichen würde und ich erfahre das aus dritter Hand, wäre das wieder was anderes. Also wenn dieser besagte Kumpel, Freund von ihr zu mir kommt. Das ist immer so ein Unterschied auch, wie man so damit umgeht. Ja. Aber so generell sollte man damit kein Problem haben. Ansonsten finde ich, ist man so eingeklemmt, dann ist man auch sehr eifersüchtig. Ist auch nicht immer so gesund für eine Beziehung. Eifersucht? Gesunde Eifersucht ist immer wichtig, sag ich mal.
klingt komisch, aber gesunde Eifersucht gehört mit dazu. Ich sag mal so, auch dieser Humor so ein bisschen mit dabei. Man sieht irgendwie, ich sehe zum Beispiel eine schöne Frau da lang gehen und sie dann so, ey, guckst du ihr gerade hinterher? Und ich so, oder findest du nicht, dass sie gut aussieht? Und dann guckt sie auch so, ja, okay, stimmt, hast recht. Wisst ihr, das ist so ein Beispiel, das ist eine gesunde Eifersucht. Aber es gibt halt eben so diese ungesunde Eifersucht, wenn man immer wieder so nachfragt, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Wenn man die Freundeskreise kennenlernt von den anderen, dann finde ich, ist ja eine gesunde Basis auch geschaffen. Deswegen, ich finde, damit sollte man keine Probleme haben. Völlig okay, ja. Ja, willst du die irgendwie dann kennenlernen, oder? Ja, ich glaube schon, dass es cool wäre, dass ich die kennenlernen würde, ja. Also nicht aus dem Grund, dass ich eifersüchtig wäre oder irgendwie sonst irgendwelche Hintergedanken hätte, sondern einfach, ich will auf jeden Fall den Kreis von meiner Freundin kennenlernen. Weil man dadurch ja auch die Freundin besser kennenlernt, ne? Weil man weiß, mit welchen Leuten die so hängt, kann man auch selber gut drauf schließen, wie sie als Mensch so ist. Ohne Scheiß, das ist wirklich eine gute Sache, weil wenn du ein Date hast oder so und du lernst dann ihre Freunde mal kennen oder so in der Dating-Phase und die sind zum Beispiel komplett asozial, dann kannst du dir schon sicher sein, dass das kann nicht gut gehen, weil die kommt aus einem ganz anderen... Das stimmt. Das funktioniert auch dann gar nicht. Hattest du den Fall schon? Also in die Richtung ist auf jeden Fall schon mal passiert. Und ich muss aber, um das andere Thema nochmal zu sagen, ich hatte auch wirklich noch keine Probleme damit, so mit irgendwie, dass sie mit Jungs befreundet ist und... Weil, Fun Fact, in meiner ersten Beziehung, die habe ich halt in der Grundschule kennengelernt. Grundschule und dann halt eben Gymnasiumzeit. Und meine zweite Beziehung... Das war ganz witzig, weil tatsächlich war das auch jemand aus der Vergangenheit. Freundeskreis, ihr müsst euch das so vorstellen. Freundeskreis in dem Sinne bestand, beziehungsweise sehr, sehr viele Bekannte und man wuchs zu so einem Freundeskreis zusammen. Und dann auf einmal kam so ein neues Mädchen hinzu und ich dachte so, ich kenne die. Sie dachte auch so, ich kenne dich. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass wir uns aus dem Kindergarten kennen. Und haben dann so geredet, so von wegen hey, hey. Und dann sind wir zusammengekommen. So ein Dreivierteljahr waren wir dann auch so zusammen. Ja. Ich hatte da jetzt auch nie große Struggle. Es war nur ab und zu, also das heißt, jedenfalls früher mal war es. Das heißt, das war der Punkt, genau. Ich habe gerade den Faden verloren. Das heißt, so gesehen, meine beiden Beziehungen beruhen nicht in dem Sinne darauf, dass ich jemand Willkürlichen kennengelernt habe, sondern tatsächlich einmal Grundschulzeit, da habe ich halt jemanden kennengelernt und man kam zusammen. Und meine zweite Beziehung, man kannte sich schon aus dem Kindergarten. Deswegen ganz witzig. Ach so, dass es da Jungs gab, die halt auf sie standen und das hat sie dann auch irgendwann gecheckt und dann hat sie aber halt von sich aus gesagt, okay. Das ist gut, ja. Das ist also wichtig, das stärkt auch das Vertrauen. Ja. Klar. Was sagst du zum Thema feiern gehen oder beziehungsweise alleine feiern gehen? Ja, wenn man... Das ist jetzt ein ganz schwieriges Thema. Alleine feiern gehen. Wenn sie mit Freundinnen geht, kein Problem. Also damit sollte man kein Problem haben. Das hatten wir, glaube ich, jetzt letztens auch in einem Video hier mit Jonas und Lina mit den Fragen. Da sollte man keine Probleme haben. Wenn sie aber sagt, sie will ganz alleine feiern, würde mich das schon wundern. Also das hat ja keinen Grund dazu. Warum will sie nicht mit mir gehen? Wenn man Hobbys hat oder Aktivitäten hat, die man alleine macht, ist das eine vollkommen andere Sache. Aber so feiern gehen, alleine und dann auch irgendwie ohne Freundinnen, jetzt so dieses Beispiel, das würde mich schon wundern, weil entweder erwarte ich, dass sie entweder mich mitnimmt zum Feiern oder eben mit ihren Freundinnen, aber nicht alleine. Und mich auch nicht anlügt, so von wegen, ich gehe jetzt mit meinen Freundinnen feiern und gehe letztendlich allein feiern. Und dann erfahre ich von ihren Freundinnen später, wo ich so sage, und wie war das Feiern? Und dann merke ich irgendwie, sie guckt eine an und dann merke ich, die sagen nichts. Und dann sage ich so, Schatz, warst du letztens allein feiern oder was ist hier jetzt Phase? Das ist wieder so eine andere Sache. Und deswegen, aber ich glaube generell würde kein Mädchen, also no joke jetzt, aber ich glaube kein Mädchen würde in dem Sinne so wirklich ganz allein feiern gehen, wenn dann doch mit ihren Freundinnen und dann Spaß haben. So, aber ganz alleine glaube ich nicht.
es nicht übertreibt, finde ich auch okay. Also ich weiß, die Frauen, die wollen ja auch ihre Freiheit haben, total verständlich, es geht mir genau gleich. Eben genau, sollte ja einfach gleichberechtigt sein. So. Ja, absolut. Ja. Also ich kenne ja auch ganz viele, die es ihren Freundinnen einfach verbieten. Und ja. Aber die Freundinnen, die nehmen das auch an. Also die machen das dann auch nicht. Aber ich finde das so, so, das ist niemals, also ich würde das gar nicht wollen. Ich würde niemals meine Freundin. Ich auch nicht, also ich finde, da fühlt man sich so voll eingeschränkt in der eigenen Freiheit. Also man hat doch das Recht dazu, als Mensch in dem Sinne auch frei zu sein, eben Freiheit zu genießen. Das finde ich ist jetzt so ein bisschen übertrieben, wenn es so wirklich diese Beispiele gibt und sie halt damit einverstanden ist. Und er darf das dann zum Beispiel, also deswegen entweder beide dürfen es nicht. Aber generell sehe ich da jetzt nichts Schlimmes drin, solange auch natürlich eine Vertrauensbasis geschaffen ist. Freundinnen verbieten wollen, nicht fein. Es gibt auch so TikToks, die ich letztens gesehen habe, wo so Mädchen, also die sind dann auch 13 oder 14 oder so, und dann machen die so zu einem Song und schreiben dann so, ja, ich will gar keinen Freund haben, der mir nicht verbietet, feiern zu gehen. Was sind das für Lappen oder so? Die wollen, dass ich von anderen Jungs mal gewähre. Also ich denke so, das ist einfach kompletter Kindergarten. Wenn du eine Freundin hast, der du komplett vertrauen kannst, die hingehen, wo sie will und die stolz mit dir zusammen zu sein und deswegen nichts mit anderen macht und so, das ist ja das, was du brauchst. Weißt du, wenn du schon eine Freundin hast, der du verbieten musst, feiern zu gehen, warum ist man denn überhaupt mit der zusammen? Das ergibt keinen Sinn. Es geht ja auch da schon wieder, genau dasselbe Thema, wieder um Vertrauen. Ich meine, wenn du einer Person nicht vertraust, dann kann das auf die Länge gar nicht glücklich machen. Wie soll denn das glücklich machen? Das funktioniert doch einfach nicht. Weißt du, ein gewisses Maß Eifersucht, das ist völlig okay. Das soll auch vorhanden sein, weil dann nimmst du es auch ernst. Aber das nimmt total überhand, wenn du jemandem etwas verbietest, vor allem sowas. Und ich glaube generell zu diesem No-Gos in der Beziehung, also ich glaube das Stichwort, und das ist ja auch das, was heutzutage, glaube ich, am meisten einfach verletzt wird, ist einfach dieses Thema Vertrauen. Weil ich glaube, du hast fast keine No-Gos in einer Beziehung, wenn du einer Person ganz vertraust. Dann musst du ja gar nicht sagen, das geht in einer Beziehung nicht, das muss man nicht machen. So. Weil wenn man volles Vertrauen hat, dann weiß man ja auch eigentlich, dass die andere Person keinen Shit macht. Mhm. Ja, definitiv. Das Thema ist auch sehr spannend, ich habe es eben schon angeschnitten, und zwar, wo komme ich bei einem Mädchen hin? Wo soll ich hinkommen? Wenn man als Junge kommt, dann ist es zumindest ab einem bestimmten Alter ja damit verbunden, dass man abspritzt. Und die Frage ist dann, also natürlich beim herkömmlichen Sex mit Kondom, dann ist meistens klar, dass man, wenn man in ihr kommt, dass man in einem Kondom kommt. So. Bei dir eigentlich mal passiert, dass das Kondom gerissen ist oder so? Ja, oder abgerutscht. Abgerutscht. Ja. Und dann in ihr drin geblieben? Ja. Natürlich. Aber also war ja dann nicht kein Problem. Okay. Aber bei meinen, ich sag mal, ersten Mal natürlich, weil das war ein bisschen zu groß, glaube ich, war das. Ja, genau, nicht zu klein, das war eher zu groß, aber ich sag mal, es hat halt trotzdem geklappt in dem Sinne. Aber ansonsten, also es ist nie eins gerissen oder abgerutscht. Da hatte ich nie Probleme. Und dann Pille danach genommen, ja. Okay, wie ist das bei dir? Es ist manchmal wie so ein Interview, aber wir gehen dann zurück. Ich gebe dir deine Frage zurück. Sehr gut, sehr gut. Wie ist es bei dir, wenn du mit einer Person, wenn du vorhast, mit einer Person zu schlafen, vielleicht die du auch noch gar nicht so gut kennst, woher weißt du dann am Anfang schon, wo du bei ihr hinkommst? Besprichst du das vorher mit ihr? Aber das ist, glaube ich, was sich viele Jungs fragen auch so. Sag. Okay, da kann ich ja kurz mal schon drauf eingehen. Ich hatte ja, wie gesagt, ein paar One-Night-Stands schon. Jetzt muss ich mich so zurückerinnern, wie das so da war. Tatsächlich nie vorab. Entweder es war so, weil ich sie so durch Gespräche, weil man redet ja so davor, es ist ja nicht so, ihr Bock auf Sex in dem Sinne, sag ich zu einer oder jemand kommt zu mir und dann hat man's. Also ich sag mal, man redet so ein bisschen davor und dann lernt man ja auch schon so ein bisschen die Person kennen. Und zumindest ich habe immer so die Erfahrung gemacht, während des Aktes sagt sie es einem. Also ich habe entweder so selbst das Gespür, sie will es nicht irgendwo haben, ich sag mal in den Mund, auf den Rücken oder keine Ahnung, auf den Bauch, ich sag mal keine Ahnung, wo sie das ja hinhaben will. Sag ich jetzt erstmal so. Weiß ich ja nicht. Aber es ist entweder immer vorgekommen, dass sie gar nichts sagt und dann kam ich halt eben ins Kondom. Oder während sie gerade ihren Orgasmus hatte und keine Ahnung, dann noch so 10, 15 Minuten später, sage ich mal so, hat sie dann gesagt, komm auf meinen Bauch zum Beispiel. So, und dann hatte man noch so
zwei, drei Minuten Sex, habe ich Kondom abgemacht und dann eben auf den Bauch. So. Also so habe ich die Erfahrung gemacht, dass das halt eben während des Aktes gesagt wurde, aber nicht so vorab in einem Gespräch. So, und wenn wir später Sex haben, wo soll ich denn bei dir hinkommen? Also das klingt so komisch, finde ich. Also das ergibt sich halt einfach. Das ist meine Erfahrung zumindest. Sagt man am Anfang so, hey, machen wir das und das? Oder entsteht es automatisch beim Sex? Oder ja. Macht man irgendwann auch einfach so und spritzt irgendwie auf die Brüste oder sowas? Wie ist das? Nee, ich glaube auch, dass man spürt das, man findet das ganz schnell auch heraus, wie ist sie so drauf? Ja, weil wenn sie extrem zurückhaltend ist und etwas ruhiger, dann weiß ich, okay, ich spreche das jetzt nicht beim ersten Mal schon an. Ja, ja. Auf gar keinen Fall. Ansonsten, wenn schon mal das erste Mal absolviert ist, zweite oder dritte Runde oder man einfach an einem anderen Tag, dann spreche ich es meistens währenddessen an, also während dem Sex. Mhm. Und dann schieße ich einfach rein, ich komme langsam, wo willst du es hinhaben? Also ich frage halt direkt, wo willst du es? Ja. Und dann kommt meistens... Wenn dann ihre Bestellung auf? Genau. Also tatsächlich, boah, lass mich überlegen, vielleicht habe ich nur ein oder zweimal gefragt, aber ansonsten hat sie mir das dann immer so auch gesagt. Also da war immer eine Kommunikation. So, und ich sag mal, das ist halt so das Wichtige, dass da eben eine Kommunikation ist. Ich finde gerade die Blicke der beiden echt köstlich. Aber es war immer nur Kommunikation da, okay, wohin? Zumindest, ich sag mal, in meiner zweiten Beziehung war es zumindest so, dass wir das immer wussten, sage ich mal. Bei den One-Night-Stands war es so, da war Kommunikation. Das heißt, meistens hat sie es mir gesagt, weil ich so mir schon so gedacht habe, wenn du einen speziellen Wunsch hast, dann kannst du es mir sagen, ansonsten belasse ich es dabei und komme so gesehen ins Kondom. So. Warte kurz, ich schreibe sie mal kurz auf. Ich sende es dir jetzt kurz zu. Nein, es ist dann meistens so eine intensive Phase. Du bist halt so intensiv drin und in dem Ganzen und die halt aus, verliert sich komplett und dann flüsterst du ihr das zu oder ja, sagst ja. Es halt. Was ist so der Top-Spot bei dir, würdest du sagen? Also, wo geht's am meisten mal hin? Im Mund. Ja, okay. Und? Boah, da muss ich mal überlegen, am meisten. Ja, ich würde auch sagen, in den Mund. Also, ich würde sagen, auf Platz 1, so von meiner Erfahrung her, Mund. Auf Platz 2, Rücken. Auf Platz 3, in Kondom. Ja. Wenn du, ganz kurz, wenn du sagst, wenn das Mädchen unsicher ist am Anfang, du noch nicht mit ihr über die Sachen sprichst, ist es dann so, dass du dann aber sagst, okay, deswegen kommst du dann auch einfach nur in ihr so, oder hast du da dann auch einen Ort, wo... Na, dann komme ich in ihr. Ja, also wir benutzen eine Kondome. Ja. Sehr wichtig. Ja, und ja. Genau. Ja, dann komme ich in ihr eigentlich und... Manchmal ist es so weird, hier zu sitzen. Das fühlt sich an wie bei Dr. Sommer, Leute. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, dass wir so offen über die ganzen Themen sprechen. Ja, ich spreche hier auch ganz offen. Ehrlich, also das, was wir jetzt hier gerade rauswerfen, also was wir jetzt gerade hier alles erzählen, ohne Scheiß, ich hätte mir niemals gedacht, dass ich sowas in der Öffentlichkeit... Also es sind keine schlimmen Themen, sondern man darf über die Sachen auch sprechen. Finde ich auch. Ja. Es ist legitim, es ist human. Also ja. Vor allem das alles, was ich euch erzähle, wissen... Und das ist jetzt so dieses Ding. Das wissen eigentlich nur zwei Personen, nämlich Oliver und Pascal, wissen sehr viel so darüber. Vielleicht jetzt nicht so speziell im Detail, aber so grob wissen die darüber Bescheid. Und ich weiß zwischendurch schon meine Eltern die Videos auch. Das heißt, die erfahren jetzt eher so, deswegen hallo. Sag ich mal so meine sexuellen Erfahrungen. Weil man spricht nicht so mit den Eltern darüber. Spricht man nicht. Also, ich glaube, das werden sehr viele von euch auch so sehen. Jeder wird das erleben, wenn es noch nicht erlebt hat. Das ist wie bei Essen reden eigentlich. Also ja, ist so. Es ist halt einfach so eine intime Zone und ich finde es auch völlig okay, dass man drüber spricht. Deswegen machen wir das ja auch. Genau, ich glaube, ihr versteht das genauso oder ihr seht das genauso. Ja. Aber jetzt mal kurz Rollentausch. Ich bin das Mädchen jetzt. Wo willst du es hin haben? Also wenn du das Mädchen wärst, wo würdest du es hin haben? Nein, wir fangen so an. Was ist dein Favorite-Ort? Also wenn du aussuchen könntest, jo, dahin möchte ich kommen.
wirklich schwierig, weil es gibt wirklich dann auch so Momente, wo, wenn ich einmal dabei bin, dann habe ich teilweise gar keinen Bock mehr, das noch groß so rauszuziehen und dann mit der Hand so irgendwie, weißt du, manchmal habe ich dann auch, oder meistens bin ich so drin, da habe ich dann auch Bock, in ihr zu kommen dann in dem Moment und gar nicht mehr das irgendwie noch so zu groß zu verkomplizieren, zumal es bei mir wirklich schon öfter so vorkam, wenn ich quasi dann den Akt wieder gemacht habe, das rauszuziehen und so, dann habe ich zu lange gebraucht wieder, so, dann muss ich erstmal nochmal, ansonsten, klar, also, weiß ich, das würde mich mal interessieren von den Mädchen so, es ist ja schon eine Art von Dominanz, glaube ich, wenn du ihr zum Beispiel ins Gesicht spritzt, wenn du das machst so, verstehst du, was ich meine? Und es gab sogar einige, die jetzt irgendwie sagen, so, ja, das ist ja voll respektlos dem Mädchen gegenüber oder so, deswegen ist es schon natürlich wichtig, dass man die Sachen abspricht oder so, dass die auch so machen, aber ich habe wirklich, auch die ich bisher kennengelernt habe und so, die hatten mit diesen Sachen wirklich überhaupt kein Problem oder so, also die fanden zum Teil sogar echt ganz geil dann so währenddessen. Du sagst eigentlich das, was ich komplett vergessen habe zu sagen, also das stimmt wirklich so, also bisher immer waren alle voll okay damit, völlig cool damit. Wenn es jemand auf gar keinen Fall wollte, dann würde ich es auch niemals machen, weil das ist respektlos, ja. Aber ansonsten bisher hat echt fast noch niemand ein Problem damit. Das passiert auch oft so währenddessen. Also je geiler der Sex gerade wird und je geiler die Leute mehr horny werden, so umso mehr versauter ist man halt auch währenddessen, denkt sich so, ja, eigentlich gut zu wissen. Und ich meine, so die Basics, wenn man jetzt irgendwie verhütet mit einem Kondom und man dann in den Kondom kommt, so, das ist das Einfachste und Unproblematischste so und auch am wenigsten Schwanerei eigentlich. Easy. Das war die zweite Runde Boys Talk. Wir hoffen, euch hat es wieder gefallen. Nice. Ihr könnt sehr gerne was kommentieren. Wir finden es super spannend. Lesen uns das, wie gesagt, gerne durch. Ja. Und ich denke, nächste Woche haben wir direkt den dritten Tag raus. Das heißt, ihr könnt euch gerne auch Themenvorschläge mal unten reinhauen und Sachen wünschen. Auf jeden Fall. Ich finde das auch immer so cool. Wir sitzen hier, wir bereden das Ganze und die Zeit vergeht. Wir reden so viel und so lange eigentlich, aber es kommt einem gar nicht so vor, weil es einfach zum einen mega interessant ist und man auch gerne mal über solche Themen spricht. Sehr viel Bock gemacht. Ganz liebe Grüße an euch alle und bis dann. Kommt vorsichtig, wenn ihr es macht. Rechts voll ab. Okay, alles klar. Ciao. Ciao. Nice. Ja, also 40 Minuten. Läuft auf jeden Fall. Also ich habe auch wieder sehr, sehr viel geredet. Ja, welche Themen wären zum Beispiel interessant? Interessant wäre zum Beispiel auch so, was ich finde, zum Beispiel das Thema Sexstellung. Es ist deswegen so interessant, weil ich finde, in einer Beziehung ist man experimentierfreudiger. Und da probiert man, finde ich, mehr Stellen zumindest aus und irgendwann groovt sich das ein. Bei einem One-Night-Stand ist es so, da hat man so eher so 2, 3, 4 Positionen, wo man nur immer wechselt. Das wäre zum Beispiel so ein interessantes Thema noch. Von daher, ich bin gespannt, welche Themen da nächste Woche kommen. Freue ich mich sehr drauf. Und ja, also, ich schreibe keinen Kommentar. Ich habe hier mein Video so gesehen zum Boys Talk, der hier sehr lange geht, wo ich hier auf die Themen eingehe. Von daher, ja, ich hoffe, euch hat wie immer gefallen, dass ich hier auch so ehrlich und offen bin. Und hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Ich schreibe mir dann die Fragen auch schon mal auf. Und dann werde ich sie im Special Dezember beantworten. Ja, so viel dazu. Und ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann zeigt es doch sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr Teil der Top-Familie werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann zu einem neuen Video auf meinem Kanal wieder. Und bis dann bleibt mir nur zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.